Wunderschönen guten Abend, wir melden uns zurück mit den Let's Plays NHL 2012. Das erste Spiel im Finale ist 4:1 für die DEG Metrostars ausgegangen. Das ist ein wunderschönes Ding gewesen gegen die Mannheimer Adler. Wir möchten natürlich direkt weitermachen. Welche Mannschaft nehmen wir denn heute? Natürlich mal wieder die Metrostars. Die Mannheimer können wir nicht nehmen. Das wäre auch zu schlecht, sonst würden wir hier verlieren. So, Andy Roach ist immer noch verletzt. 4 Tage muss er noch ausharren. Wir trinken auf euch, DEG Metrostars, leckeren Wodka. Ich entschuldige mich gerade, dass ihr gehört habt, wie ich trinke, aber ich glaube, das interessiert gerade die wenigsten. Wir machen natürlich weiter und wir melden uns gleich zurück zum Finalspiel Nummer 2. Everybody, I'm Gary Thorne along with Bill Clement. Welcome. Great to have you with us for our hockey broadcast here tonight. And tonight, we'll have this one between Adler Mannheim and DEG Metrostars. Mannheim's offensive setup probably will come from out deep. They're a half-board team. I mean, they work on the side. Meine Damen und Herren, wir sind am ersten Bulli des Abends. Die Metrostars gewinnen diesen Bulli. Sie sind im Vormarsch, sie sind im Vormarsch. Versuchen sie so schnell wie möglich das 1:0 zu schießen. Nein, sie schaffen es leider nicht. Aber sie machen gerade... Die Mannheimer sind am Puck. Sie sind am Puck. Was machen sie? Sie versuchen nach vorne zu gehen. Schaffen sie es? Ja, sie schaffen es. Sie versuchen von dort aus zu schießen. Sind sie blöd? So, die DEG Metrostars haben den Puck. Sind im Vormarsch. James hat den Ball. Nein, er verliert ihn wieder. Leider. Puck, Schuldige. Ah, ich bin zu aufgeregt dafür. Meine Fresse. Die DEG Metrostars sind wieder am Puck. Sind im Vormarsch. Sind im Vormarsch. Machen einen Fehlpass. Einen sehr schlechten Fehlpass. Die Mannheimer sind wieder im gegnerischen Drittel. Bei uns zu... Sie spielen zu Hause in Mannheim. Werden sie es schaffen, dieses Spiel zu gewinnen? Wir hoffen nein. Wir denken auch nein. Wir sind heute Abend viel zu gut. Leider Puck verloren. Aber wieder gewinnen der Metrostars. Sie sind jetzt im Puckbesitz. Sie sind im gegnerischen Drittel. Er macht eine Einzelaktion. Nein, er nimmt ein die Passstation. Er findet sie nicht und er schießt leider drüber. Noch der Nachschuss kommt. Noch nein, 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 nein. Der Nachschuss von James hat auch nicht geglückt. So. Die Mannheimer sind am Puck. Am Puck. Sie sind im Drittel. Sie sind bei uns. Wir werden gestört von den Metrostars. Ohne Strafe. Meine Güte, ist der Schiedsrichter blöd. Aber das muss ich euch ja nicht sagen. Ihr seht das die ganze Zeit. So. Die Metrostars sind wieder im Puck. Sie sind im gegnerischen Drittel. Aber nein, die Mannheimer sind wieder am Puck. Ich glaube, unsere Grinsebacke grinst sich gerade tot. Aber egal, dann werde ich eben weiterspielen. Das ist auch nicht das Problem. So, sie versuchen zu schießen, schaffen es nicht. Die Mannheimer sind wieder am Puck. Sie sind wieder am Puck, sind immer noch bei sich im Drittel. Verlieren den Puck, finden ihn wieder. Ha, sind wieder am Puck. Was machen die da? Die Taktik heißt wohl Verwirrung. Aber egal. So, jetzt sind sie im Drittel bei uns. Sie machen... Oh! Sie machen einen Fehlpass. Ah, egal. Die Metrostars sind wieder am Puck. Sie werden es wohl schaffen. Dieses Spiel. So. Wo bin ich stehen geblieben? Genau, die Metrostars sind am Puck. Sie haben den Puck bei sich im Drittel geklärt. Sie versuchen jetzt einen wunderschönen Angriff. Nein, leider wird da nichts raus. Sie finden den Puck wieder. Sie versuchen eine Anspielstation in der Mitte. Finden sie nicht. Finden sie nicht. Oh, verlieren den Puck schon wieder. Schon wieder, meine Damen und Herren. Schon wieder. So, die Mannheimer treffen zum 1:0 zu Hause. Leider, scheiße.
Der Method hat getroffen. Also ich hoffe, ich habe den Namen falsch ausgesprochen. Wenn ich es richtig getan habe, entschuldige ich mich bei der lebenden Person dafür. Oh Gott, bin ich. Bin ich blöd? Nein, bin ich nicht. Ich bin einfach nur ein Arschloch. So. Bulli-Versuch. Die DEG Metro Stars haben diesen Bulli gewonnen, sind im Angriff. Collins hat den Ball. Collins. Er sucht. So, ich kriege immer wieder die Anweisung, Puck zu sagen, aber ich sag zu gerne Ball. Ich möchte ihn nämlich aufregen. So, die Mannheimer sind wieder am Puck. Sie sind im gegnerischen Drittel, meine Damen und Herren. Schön verteidigt, sage ich dazu nur. So, die Metro Stars sind am Puck. Sie versuchen... Was versuchen sie da eigentlich? Sie versuchen, einen wunderschönen Angriff draus zu machen. Schaffen es leider nicht, den Puck im Tor zu versenken. Die letzten Sekunden des ersten Drittels laufen. Es steht schon 1:0 für die Mannheimer, leider. So, DDG. So, das erste Drittel, meine Damen und Herren, ist vorbei. Die Mannheimer führen 1:0 zu Hause gegen die DEG Metro Stars. Ist das zu glauben? Nein, ist es nicht. Aber zu sehen. Natürlich ist Mannheim eine starke Mannschaft, aber ist es zu glauben? Leider nicht, aber zu sehen. Meine Damen und Herren, wir sind gesponsert von Honda. Es geht mit den Leistungen weiter der DEG Metro Stars. Es bleibt spannend. Haltet den Puck an den Banden in der Angriffszone. Und die Coaching-Anforderungen sind, haltet sie aus dem Torbereich fern, Mann. Du musst das doch machen. Lass dem Spieler mit dem Puck Raum, um ihn in die Mitte zu ziehen. Liest du das überhaupt? Liest du das? Nein, er tut es nicht. Er drückt weg. Und weiter geht's im zweiten Drittel des zweiten Finalspiels. DEG Metro Stars gegen die Mannheimer Adler. Der Bulli wird ausgeführt jetzt. Und die Metro Stars verlieren diesen Bulli. Die Mannheimer sind im gegnerischen Drittel. Was tun sie? Sie tun gar nichts. Sie verlieren den Puck schon wieder. Die DEG Metro Stars sind im Vormarsch. Schaffen sie es, diesen Druck von sich zu werfen und einfach mal ein Tor zu schießen? Nein, leider schaffen sie es nicht ganz. Sie gewinnen den Puck im gegnerischen Drittel, suchen die Anspielstation, finden sie, machen nichts draus. So, die Mannheimer haben den Druck von sich geworfen und sind im Angriff. Machen einen Fehlpass. Die GEG Metro Stars sind im Vormarsch. Heute mal wieder ganz in Gelb, so wie wir es gewohnt sind. So, und leider machen sie nichts draus. Sie versuchen es immer und immer wieder, sie versuchen Druck aufzubauen. Leider abseits. Meine Güte, hättest du nicht abwarten können? Nein, hätten wir nicht. Wir versuchen hier ein spannendes Spiel draus zu machen. So, da muss er was trinken. Müsste ich auch mal. So. So, gewonnen die DEG Metro Stars, gewinnen diesen Bulli-Versuch. Ich bin noch nicht betrunken, aber das kann noch kommen. Dann wird das hier noch ganz ein bisschen lustiger. So, die Mannheimer machen einen Fehlpass. Die DEG Metro Stars sind im Vormarsch. Gehen durch die Mitte. Was machst du da? Die Taktik heißt wohl schon wieder Verwirrung. Oder einfach nur Doofheit, aber ich sag einfach mal, die Taktik heißt Verwirrung. Abseits. Abseits für die Mannheimer. Schrecklich. Oder auch gut. Eher gut. Weil so hat die DEG die Chance, diesen Bulli zu gewinnen. Gewinnen sie diesen Bulli, haben sie eine gute Chance, und aufs Tor zu schießen. Sie gewinnen diesen Bulli. Und die nutzen diese Chance. Treffen aber leider nicht. Sie treffen nur den Pfosten. Und sie verlieren diesen Puck wieder. Und versuchen extremen Druck schon im gegnerischen Drittel aufzubauen, schaffen es nicht. Und die Mannheimer sind im Vormarsch. Sie suchen die Anspielstation in der Mitte, finden sie, machen nichts draus. So, die Metro Stars sind wieder am Puck. Sie versuchen das 1-1, den Ausgleich zu schießen. Meine Damen und Herren, er findet die Anspielstation. Spieß zurück, ein Doppelpass. Er schießt wieder und... Ah, leider nicht getroffen, der Bulli-Versuch. In der mannheimischen Drittel.
Richtig? Richtig. Meine Damen und Herren, dieses Spiel bleibt spannend. Es steht erst 1:0 für die Adler gegen die Metro Stars. Kurze Information von den Metro Stars. Sie werden nächste Saison nicht mehr von der Metro gesponsert. Sie heißen dann nur noch Düsseldorfer EG. Das wissen mittlerweile auch alle, aber man muss es trotzdem nochmal sagen. So, die Metro Stars sind wieder im Vormarsch. Sie machen einen schrecklichen Pass. Einen schrecklichen Pass. Die Mannheimer sind am Puck. Sie versuchen, das 2:0 zu schießen. Machen aber nur Blödsinn dort gerade. Sieht zumindest so aus. Aber das ist ja der Computer und er ist blöd. So. Die DEG sind wieder im gegnerischen Drittel. Was machen sie? Nichts. Sie schaffen es nicht. Sie machen einen Rückpass. Macht den Hand. Schießt. Leider daneben. Leider nicht getroffen. Ein Bulli-Versuch in der mannheimischen Hälfte. Prügelt euch doch endlich mal. Ich will das sehen. Wahrscheinlich hast du den Schiedsrichter einfach zu nett eingestellt. Das musst du ändern. Du musst den Scheiß aggressiv machen. Oder soll ich das machen? Soll ich aufs Spielfeld rennen? Soll ich, meine Damen und Herren, wir machen, wir starten eine Umfrage. Soll ich den Schiedsrichter aggressiv machen? Unter diesem Video könnt ihr abstimmen. Strafe für Mannheim. Das heißt Unterzahl. Das heißt, wenn wir das 1:1 schießen, sind die Mannheimer wieder komplett. Oder sie schaffen es, diese 2 Minuten zu überstehen. Die DEG Metro Stars verlieren diesen Bulli-Versuch, kriegen aber den Puck wieder und sind wieder im Vormarsch mit Nilsson. Nilsson steht vor dem Tor, er versucht zu schießen, er trifft leider nicht. Kreuzer. Nee, Johnson, lauf! Schöner Pass, leider nicht angekommen. So, Johnson hat wieder den Ball. Er kann jetzt wieder alles gut machen. Sein Pass vorhin am Puck. Entschuldigung, aber ich will dich einfach nur nerven damit. Die Mannheimer, was machen sie da? Sie versuchen wohl ein Icing zu erzwingen, aber das ist ausgestellt, so wie es aussieht. So. Und er trifft leider nicht. So. Tue ich aber nicht. Ich kenne mich nicht mit den Regeln aus. Außer mit dem Abseits, wie das Tor funktioniert, wie der Ball heißt, der mich Puck. Ja, wie der Ball heißt, der mich Puck. Hör doch mal zu, was ich sage, du Arschloch. Wieder ein Bulli in mannheimischer Hälfte. Wunderschöne Tackles. So nennt du's, du heißt es doch hier, oder? Natürlich. Checks, Tacklings. Die DEG Metro Stars verlieren diesen Puck, diesen Bulli-Versuch. Noch ein Bulli-Versuch. Und es sind noch anderthalb, es ist noch 1 Minute in der zweiten Drittel zu gehen. Und es steht immer noch 1:0 für die Adler. Selbst der Torwart ist schon scheiß aggressiv. So, Kaufmann, schafft er es, diesen Bulli zu gewinnen? Er schafft es. Und schießt er? Ja, er schießt, aber er trifft leider nicht. Oh, die Mannheimer sind wieder im Vormarsch, machen daraus nichts. Die Mannheimer sind wieder komplett. So, die letzten Sekunden des Spiels laufen. Mannheim hat den Ball. DEG Metro Stars sind wieder am Puck. Schießen, treffen nicht. Und das zweite Drittel ist auch schon wieder vorbei. Meine Damen und Herren, auf diese Spannung brauche ich einen Schluck Wodka. Aus einem Schluck wurde jetzt ein ganzes Glas. Die Leistungen, gut wie du die Strafbank vermieden hast, finde ich auch, freut mich auch. Erzeugt an den Banden Offensivvordruck. Liest du, was da steht? Liest du es? Die Coaching-Anweisungen. Ich krieg natürlich auch andauernd Coaching-Anweisungen von meinem Kommentatormeister. Mittendrin ins Gefühl, wo es auch mal wehtut. Liest du das? Ja, es muss wehtun.
Stell dich mit dem Puck entgegen und dränge dein Gegner in die Mitte ab. Jüngchen. Es steht immer noch 1-0 für Mannheim. Aber das letzte Drittel wird angepfiffen. Jetzt sofort. Ich hoffe, es geht schnell. So, wir sind wieder da im letzten Drittel. Metrostars verlieren diesen Bulli. Mal wieder. So, die Mannheimer versuchen Druck aufzubauen. Schaffen es auch. Aber schaffen es kein vernünftiger Schuss zu platzieren. Die Metrostars sind im Vormarsch. Sind im gegnerischen Drittel. Versuchen jetzt ein Tor zu schießen. Und schaffen es. Sie schaffen es. Es steht 1-1. Robert Nilsson hat das Tor geschossen, meine Damen und Herren. Es sind gerade erst 2 Minuten gespielt im letzten Drittel dieses zweiten Finalspiels DEG Metrostars gegen den Mannheimer Adler. Es war ein wunderschöner Schuss. So, die Metrostars verlieren diesen Bulli schon wieder. Aber schaffen sie es, den Puck aus ihrer Hälfte fernzuhalten? Nein, sie schaffen es nicht. Aber sie gewinnen diesen Puck jetzt wieder. Sie sind am Puck. Sie versuchen, den Vormarsch vorzubereiten. Schaffen es. Connor James. Und was macht er? Nichts. Er machte nichts draus. Die Mannheimer sind im Puck. Sind am Puck, meine Damen und Herren. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich mache das zu gerne. So, die DG Metrostars sind im Vormarsch. Connor James versucht, die Anspielstation in der Mitte zu finden. Findet sie nicht. Läuft von der einen Seite zur anderen. Auch gut. Ein Zweitschuss. Connor James wieder am Puck. Evgeny. Macht er es? Nein, er macht es nicht. Die Mannheimer sind wieder. Nein, die DG Metrostars. Abseits. Leider. Nicht aufgepasst. Entschuldigung. Passiert. Ich werde mir jetzt kurz eine Zigarette anmachen. Das heißt, für die nächsten 2 Sekunden halte ich mal wieder die Schnauze. Schnauze darf man im deutschen Fernsehen sagen. Nächste Abstimmung. Darf man Schnauze im deutschen Fernsehen sagen? Eine Strafe. Für die DEG Metrostars, wenn ich das richtig lese. Wegen Wandenchecking. Der darf spielen, auch wenn er verletzt ist. Die DEG Metrostars sind in Unterzahl. Gewinnen aber diesen Bulli-Versuch. Schaffen sie es, aus ihrer eigenen Drittel zu kommen? Nein, sie schaffen es nicht. Ein Bulli, wofür? Ich habe nichts gesehen. So, meine Damen und Herren, es bleibt spannend. Die Mannheimer haben diesen Bulli-Versuch gewonnen, sind nicht mehr im Puckbesitz. Die Metrostars sind im Puckbesitz. Sie versuchen, ihr Angriffsfeld nach vorne zu ziehen. Kaufmann ist am Puck. Jetzt wieder Kreuzer. Reimer. So. Mannheim. Wieder im Angriff. Schaffen sie es, den Puck im Tor zu versenken? Nein, sie schaffen es nicht. So. Die DEG Metrostars sind wieder im Vormarsch. Sie sind, wenn es weiterläuft, in einer Minute wieder komplett. Außer wenn die Mannheimer ein Tor schießen. Kaufmann am Puck. Leider nichts draus geworden. Die Mannheimer sind wieder im Vormarsch. Schaffen sie es, ein Tor zu schießen? Wir hoffen natürlich nein. Nichts draus geworden. Schon wieder nichts draus geworden. Metrostars wieder am Puck. Sind im Vormarsch. Nur noch 20 Sekunden in Unterzahl. Sie schießen, treffen aber nicht. Noch ein Versuch. Leider missglückt. Oh, die Mannheimer sind wieder im Vormarsch. 2-1, die DEG Metrostars sind wieder komplett auf dem Spielfeld. Schaffen sie es, sich zu verteidigen? Ja, sie schaffen es. Sie sind im Vormarsch. Lauf. Und leider wurde ihnen der Puck abgenommen. Murphy ist aber immer noch am Ball. Er versucht, trifft nicht. Ich versuche dich damit immer noch zu nerven und du fällst immer wieder drauf rein. Ja, soll ich aufhören zu kommentieren? Nein, tue ich nicht. Das wäre jetzt unhöflich. Weil das ist das zweite Spiel.
8 Minuten im letzten Drittel sind noch zu gehen. Ich spüre, die DEG Metrostars müssen noch ein Tor schießen, damit auch das zweite Spiel unter eine Strafe wird jetzt ausgepfiffen für die Metrostars. Wegen Bandenchecking. Diesmal lag ich sogar richtig. So, Bulli. Bulli versucht im eigenen Drittel. Die Gegner Metrostars gewinnen diesen Bulli, verlieren den Puck aber wieder. Schon wieder eine Strafe ausgepfiffen. Aber diesmal geht für die Mannheimer. Wegen, lassen Sie mich lesen, diesmal weiß ich es nämlich nicht. Auch wegen Bandenchecking. So, Bulli, Mannheimer Drittel wird verloren von dem Metrostar. Es wird jetzt 4 zu 4 gespielt. Eine Minute noch, dann sind die Metrostars wieder komplett. Und die Metrostars sind jetzt wieder komplett. Sie sind am Puck, versuchen ihr Angriffsfeld vernünftig aufzubauen. Schaffen sie es, noch ein Tor zu schießen? Ja, sie schaffen es! Mit Daniel Kreuzer. Er schießt das 2 zu 1 für die DEG Metrostars. Damit wird es wahrscheinlich entschieden sein, dieses Spiel. Ich denke mal ja, wenn du gut verteidigst. Dann haben nämlich die Metrostars das zweite Spiel von 5 gewonnen. Das heißt, nur noch ein Spiel zu gewinnen, nur noch ein Spiel zu gewinnen und dann sind die DEG Metrostars Meister. Deutscher Meister. Bitte? Ja, italienischer Scheiß auf die Italiener, die können eh nur faul spielen und sich liegen lassen. Das zählt nicht, weil vorher der Bulli ausgerufen wurde. Wir sehen hier ein sehr, 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 sehr spannendes Spiel. Zumindest ich. Ob ihr das genauso seht, weiß ich nicht. Die Metrostars gewinnen diesen Puck. Also diesen Bulli. Also den Puck. Die Metrostars sind wieder im Vormarsch. Versuchen ein Tor zu schießen. Nämlich noch eins. Sind noch... Es ist doch eine Minute zu gehen im letzten Drittel. Danach haben die Metrostars zu Hause in Mannheim dieses Spiel gewonnen. Sie werden hart bedrängt im eigenen Drittel, sind aber jetzt im Vormarsch. Versuchen den Puck im Tor zu platzieren, schaffen es nicht. Da steht nämlich noch ein Torwart. 40 Sekunden noch zu gehen. Jetzt ist noch 30 Sekunden zu gehen. Danach können wir feiern. Danach hat die DEG Metrostars das zweite Spiel im Finale gewonnen. Schaffen sie es noch zum 3-1? Schaffen sie es? Nein, leider, sie schaffen es nicht. Aber 20 Sekunden sind noch zu gehen. Es kann alles noch passieren. Der Heimtorhüter ist vom Eis. Das heißt, die DEG Metrostars könnten von hier aus schießen und würden treffen. Murphy hat getroffen. Murphys Gesetz hat wieder zugeschlagen. Das heißt, es steht 3 zu 1 im zweiten Spiel des Finales. Das heißt, es war's jetzt gewesen, weil es sind keine 10 Sekunden mehr zu gehen. Das heißt, die DEG Metrostars werden dieses Spiel gewinnen. Und werden damit zum 2 zu 0 sogar... Nein, leider nicht. Das wäre eigentlich, wenn es noch gegolten hätte, das 4-1 für die DG Metrostars gewesen. Wurde es aber leider nicht. Dieses Spiel wird gesponsert von Honda, meine Damen und Herren. Sie sehen es links unten. Das sind die schönen Tore dieses Spiels und die Highlights. Meine Damen und Herren, das ist wunderschön. Ich weiß, ich kommentiere das viel zu sportlich, aber das muss einfach sein. Weil wir müssen hier ein bisschen Witz in die Runde bringen, glaube ich. So, wir werden uns die Three Stars jetzt angucken. Evgeny am 1. Kim Johnson am 2. und Marco
Novak am 3. Novak, Entschuldigung. Damit steht es 2:0 für die DEG Metro Stars des Playoff-Spiels, des Finales. Damit haben wir noch ein Spiel zu siegen und sind Meister. So, die Teambilanz, die Schüsse, 16, getroffen 3-mal. Powerplays, 2 auf beider Seite. Torhüter, können Sie ja selbst lesen, muss ich ja jetzt nicht vorlesen. Ich kann es nämlich immer noch nicht aussprechen. DEG Metro Stars 3:1 gegen die Adler aus Mannheim. Wir schwulen fort zum nächsten Spiel. Ist es ein Heimspiel oder ein Auswärtsspiel? Ein Heimspiel. Zu Hause. Das heißt, wenn wir dieses Spiel gewinnen, sind die Metro Stars Meister. Und wir werden uns wiedersehen beim nächsten Spiel. Einen wunderschönen guten Abend noch.